Willkommen im Logoland 6. Prozeduren. Im sechsten Land verlassen wir nun die Ebene und wagen uns ins Gebirge. Jetzt wird es erst so richtig spannend. Wir können nun unsere Erfahrungen, welche wir im Flachland gesammelt haben, im anspruchsvolleren Hügelland anwenden. Bisher haben wir zum Beispiel Befehlsfolgen wie diese, wiederhol viermal, in der eckigen Klammer, vorwärts 100, rechts 90, ausgeführt. Das gibt dann ein Quadrat. Nun nehme ich diese Befehlsfolge, kopiere sie und jetzt klicke ich hier auf Editor. Ein Editorfenster geht auf. PR steht für Prozedur. Der Name der Prozedur sei Quadrat. Jetzt füge ich diese Befehlsfolge ein und die Prozedur wird mit dem Wort Ende abgeschlossen. Mit Datei Lerne und Ende merkt sich Logo nun diese Prozedur. Ich klicke mit Reset. Und gebe jetzt den Befehl Quadrat. Und nun macht mir Logo das Quadrat. Ich kann also diese Prozedur jederzeit abrufen. Ich mache jetzt ED für Editor, Blume. Und, oh, Blume hatte ich eigentlich schreiben wollen, also korrigiere ich das. Dann wird der Titel sofort in die Prozedur gesetzt und ich wiederhole hier sechsmal das Quadrat und jeweils rechts 60, weil 6 mal 60 die Vollumdrehung gibt. Wiederhole heißt es da. Sechsmal, richtig. Lerne Ende. Jetzt müsste eigentlich hier Bild Blume eine solche Blume entstehen. Jetzt, um zu verstehen, was hier eigentlich konkret abläuft, möchte ich auf das ganze Speichermodell noch einmal zu sprechen kommen. Wir haben Logo bereits einmal mit der Oberfläche eines Arbeitspultes verglichen. Wir haben hier den Arbeitsspeicher. Darin werden beispielsweise Variablen abgelegt im flüchtigen Arbeitsspeicher. Wenn wir jetzt mit dem Editorfenster arbeiten, dann können wir Prozeduren schreiben, die ich auch mit solchen Briefumschlägen versinnbildliche. Auf dem Briefumschlag hat es einen Prozedurnamen. Und im Kuvert drin stehen die Befehle. Jede Prozedur wird ebenfalls im Arbeitsspeicher abgelegt, so wie wir das eben gemacht haben. Wenn ich jetzt Logo schließe, geht der Arbeitsspeicher verloren. Sobald ich allerdings Variablen und Prozeduren im Arbeitsspeicher habe, kann ich mit Datei speichern unter alle diese Prozeduren und Variablen in eine Datei auf der Festplatte schreiben. Logo schließen und bei der nächsten Sitzung muss ich dann mit Datei laden diese Variablen und Prozeduren wieder in den Arbeitsspeicher zurückladen und kann dann dort die Sitzung fortsetzen, wo ich die letzte aufgehört habe. Ganz konkret würde das jetzt heißen, wenn ich Editor öffne, sehe ich, dass ich bereits zwei solcher Prozeduren drin habe. Ich könnte jetzt zum Beispiel eine weitere noch hineinschreiben. Nehmen wir zum Beispiel diese da. Ich habe die aus einem anderen einer anderen Datei kopiert. Also wiederhol zweimal, vorwärts 100, rechts 135, vorwärts 20, rechts 45. Und ich könnte zum Beispiel dann noch den Rotor nehmen,
der mir dieses Rotorblatt auch aufruft und dann entsprechend einen Rotor zeichnet. Ich habe jetzt vier Prozeduren in meinem Arbeitsspeicher. Lass uns den mal schnell testen. Bild Rotor. Und da zeichnet er mir tatsächlich einen Rotor. Wenn ich jetzt Logo schließe, würden alle diese Prozeduren verloren gehen. Deshalb mache ich Datei, Speichern unter. Und ich kann jetzt einen Bereich wählen, in dem ich auf meine Festplatte, in dem ich die Datei abspeichern werde. Und ich kann zum Beispiel dieser Datei einen Namen geben, erste Schritte. Und speichere das. Ist bereits vorhanden, dann überschreibe ich das, wie ich bin, das gewohnt bin. Erst jetzt ist es eigentlich wirklich möglich, die Arbeit fortzusetzen über Sitzungen hinweg und größere Projekte zu entwickeln. Deshalb würde ich hier an dieser Stelle vorschlagen, dass wir größere Projekte anpacken und diese entsprechend dokumentieren. Ich mache hier einen Vorschlag. Man könnte zum Beispiel für jedes solches Experiment, für jede Expedition die wichtigsten Eckdaten in den Kopf des Dokumentes schreiben, wer diese Expedition unternommen hat, wann, Thema und so weiter. Dann wichtig, wie bei jedem erfolgreichen Projekt, man muss das Ziel der Expedition vor Augen haben. Das kann man durch eine Skizze oder eine Beschreibung machen. Man muss sich einen Plan zurechtlegen, eventuell Meilensteine festlegen, die zum Ziel führen. Dann immer wieder innehalten und überlegen, wo bin ich, wie weit bin ich fortgeschritten, was fehlt noch. Und schließlich eine vollständige Dokumentation des Ergebnisses mit dem Code und so weiter und weiteren Kommentaren schreiben. Das, da für diese Expedition wünsche ich dir nun viel Spaß.